diese Personen, die schauen mich heute tatsächlich nicht mehr an. Aus welchem Grund, weiß ich nicht. Also die sagen nicht mal mehr guten Tag, wenn die mir auf der Straße begegnen. Das ist echt schade, wenn so eine Freundschaft dann einfach dahin geht. Wir waren, als wir so zu Teenagerzeiten, auch in den 20ern, waren wir wirklich, wir haben uns alles erzählt. Also wir wussten, wir hatten keine Geheimnisse voneinander. Und wenn solche Leute einen dann so fallen lassen, das ist hart. Das tut schon fast körperlich weh. 4 Meter tief. Der Deep Dive in dein Thema. Damit willkommen zurück zu einer neuen Folge 4 Meter tief. Mein Name ist Laura Wilken und ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. In der vergangenen Woche hat mein Kollege Erik mit Martin Arment darüber gesprochen, wie es ist, als Selbstständiger in die Armut zu rutschen. Wir haben erfahren, wie sein Weg dorthin war und wie er versucht hat, wieder herauszukommen. In der heutigen Folge habe ich Sven Nassauer zu Besuch. Der 46-Jährige aus Dillenburg ist ebenfalls Bürgergeldempfänger. Er spricht mit mir darüber, wie die Gesellschaft auf ihn reagiert und warum sich gute Freunde von ihm abgewendet haben, seitdem er von Armut betroffen ist. Sven wächst die ersten 10 Jahre seines Lebens bei seinen Großeltern auf. Er geht zur Schule und macht einen Realschulabschluss. Mit 19 Jahren fängt er dann seine erste Ausbildung an. Nach der Ausbildung bin ich dann zur Bundeswehr gegangen und danach relativ schnell und eigentlich auch relativ einfach ins Berufsleben gestartet. Danach hat sich dann halt tatsächlich durch die eine oder andere Krise eben auch mal eine Kündigung ergeben. Ich habe eine ganze Weile in der Zeitarbeit gearbeitet, auch sehr gut, und hatte immer das Glück, dass ich sehr lange Zeit in einer Firma war und nicht ständig wechseln musste. Und habe dann nach meiner letzten Kündigung tatsächlich noch eine zweite Ausbildung begonnen zum Fachinformatiker. Die habe ich aber leider nicht abschließen können, weil mir das Fahrzeug gefehlt hat. Ich habe nie einen Führerschein gehabt, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe nie einen gemacht. Und der Fachinformatiker ist eben ein Außendienstberuf. Und da ist man auf ein Auto angewiesen. Man kann dem Kunden nicht sagen, ich komme erst in 2 Stunden, weil der Zug Verspätung hat. Das funktioniert einfach nicht. Diese Ausbildung ist mir angeboten worden vom Arbeitsamt, während ich Arbeitslosengeld bezogen habe. Und es war eigentlich auch von Anfang an klar, dass ich zum Ende der Ausbildung den Führerschein haben muss, weil ich muss ein 6-monatiges Praktikum machen. Und das ist dann leider, aus welchen Gründen auch immer, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, in die Hose gegangen. So habe ich diese Ausbildung nicht abschließen können und bin dann vom Arbeitslosengeld ins Bürgergeld gerutscht. Und da hänge ich jetzt tatsächlich schon 6 Jahre, 7 Jahre sogar mittlerweile fest. Am Ende des Monats bleiben Sven oft nur 30 Euro übrig. So ist es für den 46-Jährigen schwierig, mal spontan etwas zu unternehmen, was Geld kostet. Also irgendwie spontan was machen. Ist schwierig, das muss man vorab planen, ja. Mhm. Das ist eben auch so und tatsächlich dann auch ein Problem im sozialen Bereich. Viele Freunde fragen einen schon gar nicht mehr, ob man mitkommen will, weil man oft leider absagen muss, weil man das nötige Kleingeld nicht hat. Mhm. Was macht das mit einem, wenn die schon vorab nicht fragen? Es tut einem weh, man merkt das. Es reißt einen in ein Loch rein. Bei manchen Menschen ist es auch tatsächlich so, dass die anders auf einen reagieren. Und das ist, es tut weh. Also wenn man Leute hat, mit denen man 10, 15 Jahre befreundet ist oder gedacht hat, mit denen befreundet zu sein, wenn die einen dann plötzlich nicht mehr anschauen und nicht mal mehr guten Tag sagen, das merkt man dann auch tatsächlich psychisch. Mhm. Kannst du das oder magst du das näher erläutern? Es gibt so 2, 3 Personen in meinem Leben, mit denen ich sehr viel zu tun habe. Wir kennen uns schon seit Teenagerzeiten. Und als ich dann meine Ausbildung gemacht habe, haben sie sich alle gefreut, weil ich halt so ein Computerfreak bin und das eben genau das ist, was ich eigentlich in meinem Leben immer machen wollte. Und nachdem dann die Ausbildung gekippt ist und ich in das Arbeitslosengeld reingerutscht bin, haben die mir mehr oder weniger wirklich Vorwürfe gemacht. Klar hätte ich mich vielleicht auch selber intensiver darum kümmern können und beim Arbeitsamt nachfragen können und Druck machen können. Mir geht's ja auch gar nicht. Mir ging's damals auch gar nicht darum, dass ich den Führerschein bezahlt haben möchte. Diese Personen, die schauen mich heute tatsächlich nicht mehr an. Aus welchem Grund, weiß ich nicht. Also die sagen nicht mal mehr guten Tag, wenn die mir auf der Straße begegnen. Das ist echt schade, wenn so eine Freundschaft dann einfach dahin geht. Wir waren
als wir zu Teenagerzeiten, auch in den 20ern, waren wir wirklich, wir haben uns alles erzählt. Also wir wussten, wir hatten keine Geheimnisse voneinander. Und wenn solche Leute einen dann so fallen lassen, das ist hart. Das tut schon fast körperlich weh. Hast du da versucht, mal das im Gespräch zu suchen, oder war dann für dich klar, so okay, da stecke ich dann auch keine Mühen mehr rein? Ich bin tatsächlich, das mag jetzt auch seltsam klingen, ein eher introvertierter Mensch. Ich gehe selber mit meinen Gefühlen, ich fresse ziemlich viel in mich rein. Ich gehe mit meinen Gefühlen selten nach außen. Deswegen war für mich eigentlich klar, wenn die nicht wollen, ich laufe niemandem hinterher. Das tut weh, ja, aber ich habe andere Probleme. Und du hast eben gesagt, dass viele dich schon gar nicht mehr fragen bei Unternehmungen, weil sie sagen, das kannst du dir sowieso nicht leisten. Gab es dann schon Momente, wo du trotzdem die Unternehmung mitgemacht hast, obwohl du es dir eigentlich hättest gar nicht leisten können aus einer Drucksituation? Noch nicht aus der Drucksituation, aber allein schon, weil man eben auch mal gerne wieder raus möchte und wieder was mit Freunden unternehmen möchte und auch einfach mal wieder dabei sein will. Ja, natürlich, dann hat man dann halt in den letzten 1-2 Wochen sparen müssen und dann wirklich vom Mund absparen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Mhm. Also ich sag mal, so eine Fahrt nach Holland zum Beispiel, wir waren in Holland in einem Restaurant, das ist so ein gemischtes Restaurant, da gibt es alles, also vom Chinesen bis zum Griechen gibt es wirklich alles durch die Bank. War eine interessante Erfahrung, nicht ganz günstig. Jetzt sind wir mit dem Auto hingefahren, ich musste also jetzt mich nicht an den Spritkosten oder so beteiligen, aber Essen und Trinken kostet ja auch ein bisschen was und abends möchte man ja auch noch ein bisschen Spaß haben. Das habe ich dann tatsächlich 2 Monate lang gespürt, ja. Inwiefern? Es hat eben, das Geld hat halt gefehlt, das musste ich ja irgendwie wieder reinbringen. Mhm. Also ich sag mal so, meine Vorräte und mein Kühlschrank waren danach praktisch leer und ich musste dann alles wieder aufbauen und auch deutlich sparsamer leben, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Man muss sowieso sparsam leben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir jeden Tag oder zweimal die Woche ein Steak braten kann. Das funktioniert nicht. Mhm. Das zieht sich dann so ein bisschen nach hinten raus. Oder man spart eben vorher und weiß, okay, dann muss ich halt den Monat mal etwas sparsamer leben und darf mal morgens keine Cornflakes essen. Mhm. Hast du denn für dich Mechanismen gefunden, wie du mit der Ablehnung von den vermeintlich guten Freunden umgehen kannst? Mechanismen? Ich glaube, man entwickelt da eher so eine Art Rutsch mir den Buckel runter-Effekt. Man merkt in dem Moment eigentlich dann, welche Leute wirklich zu einem stehen. Mhm. Also die mich kennen und die mich gut kennen, mit den Leuten habe ich bis heute keine Probleme. Es sind halt, ich sag mal, von 40 Personen sind jetzt noch 10, 15 übrig geblieben. Das sind aber Menschen, da weiß ich, auf die kann ich mich verlassen, jederzeit. An richtigen Mechanismus nicht. Wie gesagt, ich bin eher so ein introvertierter Mensch. Ich fresse dann viel in mich rein. Und das ist eben auch so ein Problem. Ich komme dann abends nicht zur Ruhe. Ich mache mir dann Gedanken, warum liegt es an dir? Und dann irgendwann denkt man sich so, Moment mal, stopp bis hierhin. Du musst an dich denken. Das sind andere Leute. Du kannst nicht denen ihr Leben beeinflussen. Es funktioniert nicht. Mhm. Für Sven ist das eine schwierige Zeit. Wie geht man mit so einer Ablehnung um? Und wann kommt man zu der Erkenntnis, dass es wichtig ist, was man selbst über sich und sein Leben denkt? Das ist ein langer Weg. Man muss es erst mal erkennen, dass man sich um sich selber kümmern muss. Ich habe da auch lange Zeit für gebraucht. Hat bei mir so tatsächlich auch so weit geführt, dass ich eine Angstpsychose entwickelt habe. Und dieser Moment, als ich gemerkt habe, ich kann jetzt nicht mehr mit der Hilfe meiner Freunde und meiner Familie komme ich jetzt nicht mehr weiter. Ich muss mir Hilfe suchen. Das war dann auch der Moment, wo ich gemerkt habe, Moment mal, genau, du musst die Hilfe suchen. Ich muss mir Hilfe suchen, nicht die anderen. Und das war so der Moment, wo ich dann auch gemerkt habe, ja, da hat dann was Klick gemacht. Mhm. Kümmer dich nicht um die anderen, mach dir keine Gedanken um die anderen. Kümmer dich um dich. Es geht um dich, um deine Gesundheit und wie du durch den Tag kommst. Alles andere ist erstmal zweitrangig. Wenn ihr Rückmeldungen habt oder eigene Themen, die ihr euch wünscht, dann meldet euch gerne per Mail an 4-meter-tief@vrm.de. Die 4 dabei ausschreiben. Du hast eben gesagt, Angstpsychose. Kannst du sagen, wie sich das auswirkt?
Ja, das war tatsächlich, bin ich nicht mehr aus der Haustür gekommen. Ich bin morgens aufgestanden, habe meine typische Morgenroutine, meine Medikamente, die ich nehme. Ich habe halt auch noch nebenbei noch so ein paar andere Gebrechen, Bluthochdruck, Diabetes. Aber das haben andere auch. Und morgens dann unter die Dusche, aus der Dusche raus, nochmal 10 Minuten Fernsehen geschaut, fertig gemacht für die Arbeit. Ich habe komplett angezogen, vor meiner Tür gestanden und habe es nicht mehr geschafft, die Tür zu öffnen. Ich bin nicht mehr aus dem Haus rausgekommen. Das ging so weit, dass ich nicht mal mehr einkaufen gehen konnte. Und das sind dann Momente, wo man, das Schlimme, man fängt dann an, sich Gedanken zu machen, warum ist es so? Und dann fällt man in so eine Spirale rein. Das wird immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Und dann kommt dann die Schlaflosigkeit dazu, weil man nachts dann da liegt und sich fragt, was war eigentlich heute los? Was ist da passiert? Warum konntest du nicht rausgehen? Und schläft man nicht mehr? Und es ist wirklich es ist eine Teufelsspirale. Es wird immer schlimmer. Dann kam irgendwann tatsächlich der Punkt, wo ich gemerkt habe, das Reden mit Freunden und mit deinen Geschwistern reicht nicht mehr. Du brauchst wirklich professionelle Hilfe. Und die ersten 3 Sitzungen waren absolut fantastisch. Ich war ein bisschen irritiert darüber, wie schnell die Frau mich durchschaut hat. aber es hat mir auch geholfen. Mhm. Und es ist vor allen Dingen, mal mit einem Unbeteiligten zu reden, der einen nicht kennt, mal aus sich rauszugehen, das ist was hilft. Mhm. Wie lange war der Zeitraum, bis du dir Hilfe gesucht hast? Das ist noch gar nicht so lange. Ich bin jetzt knapp 12 Monate. Okay. Das ist noch gar nicht so lange her. Also es hat viel zu lange gedauert. Im Nachhinein kann ich das sagen, ja. Aber man gesteht sich das ja dann auch nicht ein, dass man Hilfe braucht. Das ist ja auch ein Schritt, den man erstmal gehen muss. Und in der Zeit, du hast es eben schon angedeutet, Familie und Freunde standen zu dir? Ja, das ist auch wichtig. Also das ist gerade Familie ist für mich so, ich bin ein Familienmensch, auch wenn ich introvertiert bin. Und ich komme aus einer großen Familie. Ich habe noch 9 Geschwister, alle jünger. Mhm. Und die kommen natürlich auch schon mal zu dem großen Bruder. Kannst du mir mal hier helfen? Kannst du mir mal da helfen? Dadurch, dass ich einen kaufmännischen Beruf gelernt habe, mache ich zum Beispiel für alle die Steuererklärung und solche Sachen. Und es ist eben schön, wenn die zu einem kommen und man weiß, man kann auch helfen. Ja, es ist ja nicht so, dass wir nutzlos sind. Mhm. Ich sitze nicht zu Hause, weil ich das so will, sondern weil im Moment keine Perspektive für mich da ist. Und so ein bisschen auch die Hilfe fehlt. Mhm. Du hattest eben schon gesagt, so soziale Ausgrenzung in Bezug auf Freunde. Merkst du das aber auch in der Gesellschaft selbst, dass du da Ausgrenzung erlebst? Eigentlich nicht so. Man kann den Menschen Gott sei Dank nicht hinter den Kopf schauen. Also jemand, der mich kennenlernt, kennt mich ja erstmal nicht. Und ich erzähle auch nicht jedem meine Lebensgeschichte. Mhm. Deswegen ist das für mich hier auch durchaus ein großer Schritt für mich. Mhm. Und so eigentlich gar nicht. Ich grenze aber auch andere Leute nicht aus, weil ich sage auch immer, man sollte ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen. Man weiß eben nie, was drinsteht. Mhm. Was würdest du deinen Leuten raten, die in ähnlichen Situationen wie du bist und die auch Ausgrenzung von Freunden, vielleicht auch sogar von Familie erfahren? Man kann versuchen, das Gespräch zu suchen. Sollte sich aber auch darauf gefasst machen, dass es nicht so läuft, wie man sich es vorstellt. Und ich kann einfach nur sagen, dass man dann vielleicht wirklich einfach mal ein bisschen Egoist sein soll und muss und sich um sich selber kümmern muss. Weil wenn ich morgens mit dem Wissen aufstehe, ich habe heute einen guten Tag, scheißegal, was andere Leute machen, das darf ich jetzt nicht sagen, egal, was andere Leute machen, dann geht man auch anders durch den Tag. Man muss sich auf negative Erfahrungen gefasst machen. Ja. Also wenn du sagst, man muss sich auf negative Erfahrungen gefasst machen, hat man dann irgendwann ein dickes Fell oder? Ich glaube, das ist sehr individuell. Mhm. Der eine wird da vielleicht sogar ein bisschen abstumpfen und sagen, mir doch egal, was alle anderen machen. Dem anderen wird sehr nahe gehen das ist, glaube ich, sehr individuell. Das kann man gar nicht so auf alle bezogen beantworten. Wenn du die Chance hättest, nochmal mit den Freunden oder den Personen zu reden, die sich abgewendet haben, was wären so Worte, was du denen sagen würdest? Die sollten sich, also ich würde ihnen sagen, dass ich mich als Mensch doch nicht ändere, nur weil ich weniger Geld im Portemonnaie habe. Weil ich habe mich meiner Meinung nach nicht verändert. Natürlich habe ich mich erstmal zurückgezogen, klar, weil ich auch erstmal mit der Situation nicht wirklich klargekommen bin.
Aber Geld macht keinen Menschen. Das ist so. Du hast gesagt, dass du jetzt seit 12 Monaten in Therapie bist? In etwa, ja. Elf, zwölf. Und das hilft dir auch? Ja, ja. Wie läuft das ab? Also hast du dann jede Woche da einen Termin oder nein, ist das immer individuell? Es ist tatsächlich, im Moment ist es sehr individuell. Das liegt aber einfach daran, dass mir das so ganz gut gefällt. Mhm. Wenn ich merke, ich habe so eine Phase, wo ich anfange, mir Gedanken zu machen, dann kann ich meine Psychologin anrufen und kann mit ihr relativ kurzfristig einen Termin ausmachen. Mhm. Und dann geht es. Aber das ist auch so eine individuelle Sache. Der eine kann da jede Woche hingehen und kann sich die Seele freireden. Ich muss es nicht. Mhm. Also ich brauche es nicht. Ich weiß aber, wenn ich mal das Bedürfnis habe, ist jemand da, mit dem ich reden kann, der eben nicht aus der Freundeskreis oder aus der Familie kommt. Aber du hattest gesagt, mit deiner Familie kannst du da auch offen drüber reden. Ganz offen, genau. Die wissen das auch alle. Von daher, mach ich auch kein Geheimnis draus, warum. Mhm. Zurzeit ist Sven bei der Arbeitsloseninitiative des Landl-Kreises der Wali tätig. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, arbeitslose Menschen zu begleiten, zu qualifizieren und zu beraten. Dort arbeitet er zum Beispiel unter anderem mit älteren Menschen und erklärt ihnen, wie verschiedene Apps funktionieren. Aber ja, auch ein Projekt laufen, das nennt sich Leben mit wenig Geld. Da ist gerade eine Umstrukturierung einer sehr großen Webseite in Arbeit. Da habe ich viel mit zu tun. Und dann gibt es durchaus auch Kurse für Leute, die sich eher handwerklich beschäftigen möchten. Also wir haben das Glück, dass wir zwei Räumlichkeiten haben, sodass wir eine externe, also im Nebengebäude einer externen Werkstatt noch haben. Da gibt es schon vielfältige Möglichkeiten. Und man hat halt auch sehr kompetente Ansprechpartner, weil einige von den Mitarbeitern eben aus dem Arbeitslosengeld 2 Bürgergeldbezug rauskommen und jetzt dort arbeiten. Die wissen also, wie wir uns fühlen. Aber das Technische, das scheint dir schon Spaß zu machen. Ja, also ich habe gemerkt, da gehst du richtig drin auf. Das ist richtig. Meine Eltern waren sehr früh, was Computer betrifft. Ich habe mit 6 Jahren den ersten Computer bekommen, den C64, Commodore 64, eine Legende. Und habe darauf immer weiter aufgebaut. Natürlich als 6-Jähriger spielt man erstmal mit dem Ding. Aber meine ersten Programme habe ich mit 9 Jahren geschrieben. Erst in Basic, mit 10 Jahren habe ich dann mit Maschinensprache angefangen. Deswegen war ja auch der Fachinformatiker so, das, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein Beruf, da gehst du gerne arbeiten. Ist das dann auch was du dir für deine Zukunft beruflich vorstellen könntest? Ja, ja. Das ist auch das, wo ich im Moment drauf hinarbeite. Mhm. Gibt es da schon konkrete Pläne? Im Moment ist jetzt gerade mal so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Für nächstes Jahr steht auf jeden Fall an, Weiterbildungen zu machen, weil alles, was man irgendwie an Kursen belegen kann und wo man Scheine für hat, bringt einen immer weiter. Und macht natürlich auch Gehaltsverhandlungen einfacher. Je mehr Qualifikationen man hat, umso eher bekommt man dann auch mal einen Job. Und was halt auch eine ganz, ganz oben auf der Liste steht, ist eben der Führerschein. Das ist ein Muss. Wenn ich in diesem Beruf arbeiten will, brauche ich den. Und da ist eben die Frage, wie bekommen wir den finanziert? Unterschwellig kommt immer so dieses Argument, die wollen ja gar nicht arbeiten, denen geht es ja gut. Ist ja völliger Blödsinn. Das gibt es mit Sicherheit auch, das will ich gar nicht abstreiten. Da müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren. Ich hatte auch Momente, wo ich mir gedacht habe, warum soll ich denn für 11 Euro arbeiten gehen? Jetzt haben wir ja Gott sei Dank einen Mindestlohn, der langsam in die richtige Richtung geht. Aber ich denke, das ist der kleinste Teil von den ganzen Bürgergeldempfängern und Arbeitslosen. Mhm. Arbeitslose klingt auch immer so negativ, Arbeitssuchende. Wenn du 3 Wünsche für die Zukunft zur Verfügung hättest, was wäre das? Ein 6er im Lotto? Nein. Also mir wäre, das ist tatsächlich, das mag verrückt klingen, aber eine Arbeitsstelle, wo ich mit Spaß hingehen kann, das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, wenn man mit Spaß arbeitet, kommt man auch wieder viel einfacher durch den Tag. Ich habe auch am Band schon gearbeitet, Akkordarbeit gemacht mit Spaß, weil ich entsprechende Arbeitskollegen hatte, das geht. Tatsächlich, der Führerschein steht bei mir ganz oben drauf und dass es mir hoffentlich noch relativ lange sehr gut geht. Sven erzählt abschließend, dass ihm die Therapie viel geholfen hat. Besonders, um mit dem Gedankenkarussell klarzukommen. Bereut, diesen Schritt gegangen zu sein, hat er nie. Und was würdest du sagen, wie geht's dir heute? Deutlich besser.
Gesundheitlich könnte es besser gehen, aber das könnte es uns wahrscheinlich allen. Ansonsten, ich komme gut durchs Leben. Das war die zweite Folge unseres Themenblocks Armut. Nächste Woche schaut meine Kollegin Carina, welche Auswirkungen Armut auf die Bildung der Kinder haben kann. Und in der vierten und letzten Folge beleuchtet meine Kollegin Theresia die Arbeit der Tafeln genauer. Danke euch fürs Zuhören und bis hoffentlich nächste Woche. 4 Meter tief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Vielleicht habt ihr selbst eine Idee oder Themenwünsche für einen der nächsten Deep Dives? Dann her damit. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik, am besten per Mail an 4-meter-tief@vrm.de.